Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen angedrohten Special Collection Video. Ich habe ja diese Woche ein Video rausgehauen, sage ich mal, du bist der Kanal und ich bin nach Tagen noch raus aus den Socken. Und auch jetzt am Wochenende, wo ich das hier aufnehme, ich kriege PNs, ich kriege Mails, ich kriege Kommentare, meine Fresse. Ihr seid cool da draußen und es lasst euch auch keiner erzählen, die Gaming Community, das sind alles nur Nerds und Idioten. Vollkommener Unsinn. Ihr seid cool. Ihr seid der Kanal. Wegen euch machen wir das. Und da bin ich stolz drauf. Und auf jeden Einzelnen, der kommentiert hat, der eine Mail geschrieben hat, PN, was auch immer. Ihr seid coole Säue. Punkt. Aus. Ende. So. Und ein Dankvideo hatte ich erst vor, aber ich mache in 3 bis 4 Wochen oder vielleicht 6 bis 8. Gebt mir vielleicht ein bisschen Zeit. Da überlege ich mir noch was. Nochmal ein Special-Video. Es wird auf jeden Fall zum 1.4. was geben. Das kann ich schon mal sagen. Da werde ich aber nicht großartig danken. Da werde ich mal gucken, ob ihr Humor besitzt. Nein, ich zitiere nicht aus meinem Witzbuch, bevor das jetzt irgendwer in die Kommentare schreibt. Nein, das überlasse ich anderen. Nein, Spaß beiseite. Ihr seid coole Leute und deswegen machen wir dieses lustige Video, ja? Ich bin mal gespannt, ob ihr das rausfindet, was ist. Nächste Woche mache ich dann mit der N64-Sammlung weiter, wie angedroht. Aber ich bin mal gespannt, ob ihr diese Module erkennt. Wir fangen mal oben links an. Das kann man kennen, wenn man meine Videos gesehen hat. Das zweite ist schon ein bisschen schwieriger. Das könnte man kennen, das dritte Modul. Das vierte ist eigentlich sehr unbekannt in Deutschland. Das gebe ich hier, dieses fünfte, gebe ich einen Tipp, ist das neuere. Na, noch so ein gelber Kandidat. Ja, ein Atari-Logo, das könnte helfen. Ah, eine ganz merkwürdige Cartridge. Ah, ist da ein Sega-Zeichen drauf? Ja, ist es. So, jetzt wird es ganz hässlich. Blau, türkis, grün, irgendwas. Was auch immer, vollkommen geschmacklos. Na, steht da Sega Cartridge. Na, Mega Cartridge, was mag das sein? Hm? Da haben wir noch ein Modul. Da haben wir noch ein paar Module. Na, wonach sehen die aus? Na, welches Modul könnte das sein? Hier sind zwei kleinere, eins mit Ecke, eins ohne Ecke. Hier steht ein Mattel-Logo drauf. Das bin ich ganz ehrlich, das dicke hier. Das ist nach meiner Meinung das Schwerste rauszufinden, weil dafür, sage ich ganz ehrlich, habe ich nicht mal selber die Konsole. Das habe ich durch Zufall bekommen, das Modul. So, TurboGrafx U-Card. Was mag das sein? So, ich schwenke noch einmal durch. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ihr da drauf kommt. Also wieder ein paar sind, sage ich mal, nicht unbedingt harte Nüsse, aber sehr unbekannt. Ein paar hingegen, bin ich ganz ehrlich, solltet ihr eigentlich locker rausfinden, selbst wenn ihr, ich sag mal, noch nicht vielleicht in dem Alter seid, dass ihr schon mal irgendwas vom NES gehört habt. Aber ein paar Sachen, das sollte man hinkriegen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn sonst auf dem Kanal euch was gefällt, abonnieren, kommentieren, bewerten. Würde mich sehr freuen. Freue mich auch über jede PN, jede Nachricht oder sonstiges. Jeden Verbesserungswunsch und sonstiges immer gern zu mir. Ihr seid cool da draußen, lasst euch nichts erzählen. Das ist schon eine coole Sache, was da läuft. So, und nächste Woche gibt es das Auflösungsvideo und das erste Video von der N64-Sammlung. Ich gehe davon aus, da werden 3 oder 4 Videos raus, weil da sind wir mit 100 Modulen aufwärts sind wir dabei. Das kann ich schon mal vorweg warnen. Alles klar, ich bedanke mich. Tschüss, bis nächste Woche.